Steht da einer drin? Nee. Abfahrt. ...156 kann der. Eigentlich ist das ja gar nicht so schlau, mit so einem... ...hier so Kohle zu transportieren oder so, wenn das geöffnet ist, ne? Weil hier fliegen ja auch Funken. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das passiert, dass Kohle von Funken anfängt zu brennen. Ich glaube, relativ niedrig. Aber das ist ja egal. Tschudut! Braucht aber auch ewig. Naja, ist mittelmäßig die Leistung, ne? Aber das reicht doch. Für die kurze Strecke reicht das so. Kann da ruhig ein bisschen mehr. Bisschen mehr. Transporteurten. Tschut, tschut. Gut, dass das kurz nach Einfahrt ist, weil der hier musste jetzt komplett abbremsen. 20 km/h wegbremsen. Jetzt ist er drauf auf seiner Linie. Sehr schön. Können wir hier gleich nochmal gucken. Erreicht dieser Bahnhof alles, was wir brauchen? Ja, die gesamte Stadt. Lächerlich. Sag mal, wie viel brauchst du? Das ist ja süß. 29. Das ist ja wirklich mega süß. Tut, tut, tut. Aber schön, die Gleise sind schon elektrifiziert. Fällt mir gerade mal auf. Haben wir überhaupt schon elektrische Loks? So, warte mal. Neues Fahrzeug kaufen. Elektrisch? Wir haben noch gar keinen elektrischen, aber schon elektrische Gleise. Das ist ja schön. Müssen wir nachher alle anderen noch updaten. Das verläuft hier ins Nichts. Steht hier schon was für mich? Jawoll! So. Wie viel? 15. Bedarf gedeckt. Bedarf gedeckt. Fast. Eigentlich könnten wir das hier auch gleich ausbauen. Konfiguraten. Zu einem Passenger Building. Ist egal. Passenger. Ach, jetzt ist wieder mein Zug hier, ne? Darf die nicht bauen, wenn Züge drin sind. Brauche ich hier zwei? Ja, ihr könnt theoretisch hier so durch sich schlängeln, ne? Ich baue mal zwei. Tracks. Zack, zack. So, mit O. Ach ja. Hat er überhaupt Straßenanschluss? So wirklich? Nee. Hier nochmal eine kleine Straße bei einer Stichstraße, so. Vier Gebäude wurden entfernt. Können wir eigentlich gleich mal. Was ist das? So, Landstraße wahrscheinlich und. Gebäude hier. Ah, zu groß. Kann man auf der anderen Seite platzieren, denke ich mal. Hier so. Ach, keine Ahnung. Machen wir später. So, die müssten jetzt auch komplett schon versorgt sein, ne? Naja. Sehr schön. Wächst. It wächst. Kann man hier nicht auch einen zweiten Straßenanschluss bauen? Passenger Buildings. Da ist hier so ein kleines Dingens dran. Dann mache ich halt nochmal Plattforms. Bulldozer. Achso. Bulldozer. Konfigurieren. Wenn ich jetzt hier Tracks ranbaue, ne? Ich baue hier einfach. Wir haben es ja. Wir sind ja dicke, ne? Das lasse ich jetzt einfach mal so. Plattforms. Patz, patz, patz. Und dann Passenger Buildings. Wenn ich hier jetzt so sage, klatsch. Und klatsch.
Und da jetzt eine Straße ran basteln, ne? Das müsste doch gehen. Oder? Oder sehe ich das falsch? Bringen mir die überhaupt was, die Passenger Buildings hier? So, nee, das ist jetzt Landstraße, Stadtstraße. Bringt mir das überhaupt was? Nee. Ich habe das Gefühl nicht. Ah, guck mal hier. Kann ich das ranklappen? Ah, guck mal hier. Dann nimm mal das weg. Und das weg. Dann lieber hier so, sowas. Klatsch. Klatsch. Dann dort. Und dort. Und dort. Und dort. Jetzt müsste ich ja theoretisch da eine Straße anbinden können, oder? Wenn ich jetzt so sage, hier so. Ja, das geht. Sehr schön. Hier geht das auch. Sehr schön. Weil dann hat der gleich viel mehr angebunden. Ich beschäftige mich auch mit Sachen. Mix. Ach, hier geht das gar nicht. Naja, okay. So schön durchmodelliert da unten, ne? So, dann kriegt ihr hier noch quasi gratis. Was macht das denn? Dekorativ. Ah, ich hätte hier das hier nehmen müssen. Wie so ein XXL-Gebäude. Ah, verstehe. Aber zählt das denn doch? Das zählt als Straßenanschluss, ne? Denke ich mal. Steht da was dazu? Straßenaccess for passengers and cargo. Sehr schön. Lebt. Lebt, lebt, lebt. Was ist hier los? Achso. Die Bahn fährt. 22, sehr schön. So, wie sieht's hier aus? Ja, voll. Ja, voll. Upgradet sich gleich. Da. Ausgebaut. Lieferanten. 400, 400. Na guck mal, der transportiert immer noch nicht genug, denn Straßenfahrzeuge kaufen, kaufe ich mal nochmal 5. Auf Linie, Holz 2. War doch richtig, ne? Der Guwald 2, wer bist du? Das ist der hier drüben, ne? Ja, Wald 2. Abnehmer versendet 300, Transport 300. Fukuoka, Fukuoka hat auch nochmal 1, ein Sägewerk. Tatsächlich. Nee, warte mal. Wo denn? Hä? Bin ich blind? Fukuoka? Was ist das denn? Übersicht? Ah! Ah, das können wir ja per Schiff. Das können wir schön beschiffen. Schön. Wer sind denn Abnehmer? Fukuoka. Das können wir schön beschiffen. Aber ob sich das lohnt, das ist wieder was anderes. Naja, egal. Schön. Schön. So, zeig mal her hier. Kontostand. Tabelle. Ich hätte gern alles. Diagramme. Hauptquartier. Ah, Punktzahl. Ich hab. Oh, ich kann. Ah. Bauen. Ja. Ach so. Ist das jetzt mein Hauptquartier? Wo baue ich das hin? Yangon. Wo bist du? Yangon. Wo baue ich das hin? Ja. Hier, außerhalb von Yangon. Oder? Wo soll mein Firmensitz sein, Leute? Auf einer Insel. Hier ist doch schön. Klatsch. Gut angekommen. Baue einen Firmensitz. Wow, und jetzt? Umplatzieren. Und jetzt? Was kann ich damit? Aha, so. Umplatzieren. Ne, bau doch mal hier irgendwo hin. In der Nähe von Straße. So. Dann sieht das auch aus, als wenn das dahin gehört.
Und was kann es? Da seht ihr nochmal meinen Steam-Namen. Ja. Gewinne. Wir sind jetzt 1918. Ich glaube, wir können das hier auch mal wieder auf normal stellen. Weil wir auch ein bisschen neuere Sachen kriegen, ne? So, was ist denn jetzt der Plan? Anton. Hier, mehr ist nicht möglich. Den können wir nur noch erhöhen, indem wir... Kriegen wir nicht alles versendet? Wieso nicht? Da müssten noch eigentlich genug drauf sein, oder nicht? Weil das staut sich ja stellenweise auch. Den hier kriegen wir ja nur noch vergrößert, indem wir den mit einem anderen Sägewerk nochmal beliefern. Und so ein Sägewerk braucht immer zwei Holz, also braucht so ein Ding immer zwei Sägewerk, würde ich sagen. Ne? Also zweimal Sägewerk. Hier können wir auf jeden Fall sehr viel Öl produzieren. Ne? Finde ich gut. Hier werden wir eh kein Schiff fahren lassen, daher macht die Brücke hier überhaupt nichts. Aber da kann man auch gut drunter durchfahren, denke ich. Ach ja, Leute. So. Du brauchst Waren. Plus 10%. Das sind wirklich plus 10% von den Autos, weil die Emissionen machen das wieder komplett weg. Wollen wir eine neue Linie aufbauen? Von wo nach wo? Von Yangon? Von Yangon nach... Nach oben, nach unten. Von Yangon nach unten. Von Yangon nach unten. Hier. Bauen wir hier erstmal eine Brücke. Müssen wir hier rüberschiffen? Ich glaube nicht, ne? Aber können wir ja trotzdem so machen, dass wir... So. So wird das nix. So. Wow. So und dann... So ist auch gut, ne? Sehr schön. Hier kann definitiv ein Kopfbahnhof rein. Müssen wir mal gucken. Gebäude, Kopfbahnhof. Ja. Reicht auch wahrscheinlich eine einzelne Strecke so. Klatsch. Oh. Upsi. Das war teuer. Naja, was soll's. Passiert. Da. Zack. Oh nein. Was machst du denn hier? Der gräbt sich total rein. Ach so. Haha. So. Jetzt müsste es gehen, ne? Jetzt gräbt er sich nach oben. Aber ist egal. So, wo bist du? Wo muss ich hin? Oh, falsche Richtung. Drüben müssen wir hin. Wird irgendwie rangebaut? Ja gut, das müssen wir irgendwie anders machen. Ich kann hier nochmal Bulldozer. Das. Dann noch Maschine. So um etwa. Ja, das passt schon. Zwar nicht gut aus, aber passt schon. So, der linke oder der rechte? Aua. Aua. Ja, ist schön. Ist schön. Nein, das möchte ich nicht. So. Von hier nach hier so. Das geht. Können wir uns gleich das Pinseltool nehmen und hier einmal ein bisschen lang pinseln.
ein bisschen schöner wird hier. So, hier auch. Damit das nicht so auffällt. Ein bisschen glätten. Ja, hier ist das denn halt so. Ist in den Stein gehauen. Und hier ja sowieso, das ist Brücke. Gut, dann können wir gleich eine neue Linie machen. Da lassen wir auch erstmal nur einen drauf fahren. So, neue Linie. Von hier. Nach hier. So. Oh, direkt Fahrzeug kaufen. Die kann eigentlich schön schnell sein. Können wir eigentlich den hier nehmen? 80, 70. Ich wäre für den hier. Ist zwar teuer, aber egal. 3 Millionen. Passenger. Jetzt brauchen wir aber auch einen, der so schnell fahren kann. 100. Der kann bloß 80, ne? 1. Gut, gut. Mittelmäßig. Ah, das ist wieder doof, ne? Warte mal, Dampf. Wenn ich den jetzt nehme und dafür denn die hier zufüge, ausgezeichnet. Der bleibt viel länger gut. Machen wir so. Kaufen. Linie zuweisen. Linie 1. Linie 1 benennen wir auch gleich um. In RB2. Yangon. Jan. Aber warte mal, halt, stopp. Das mache ich ganz anders. Halt, stopp. 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 Dreh mal um. Renn ins Depot. Fahr mal in your Depot. Depot. Gut. Der ist im Depot drin. Das mache ich einfach ganz anders. Den lösche ich. Und die RB2, dann mache ich jetzt einfach nach hier. Haltestelle hinzufügen, das und das. War doch das Gleis, oder? Ah, scheiße. Halt, stopp. Pause. Ah, Mist. Oh, mal B bitte. So. Von hier nach hier. Zack. Linienmanager. Yangon. Haltestelle hinzufügen. Nach dort. Geht. Geht. Dann wieder nach Yangon und so. Sehr schön. Und dann können wir hier auch gleich den auf Linie 1 hinzufügen. Sehr schön. Sehr schön. Die Frage, kommen die sich irgendwo entgegen? Ach ja, dann brauche ich noch Ausweichgleise. Ah, sonst wird das nichts. Ausweichgleise. Bau mal hier eins hin. Habe ich eigentlich schon Oberleitung? Ach ja, baut er gleich automatisch. Na komm, so. Geht das nicht auch schneller? Gehen eine Oberleitung mit 120. Dingens mit 120, eine Weiche. So, zum Beispiel. Patz. Sehr schön, dann können wir da gleich Lampen raufbauen hier, Ampels. Zack. Und hier noch eine. Zack. Kommt hier noch ein Ausweichgleis. 120. Ganzes Stück geradeaus. Hier hinter dann auch nochmal 120. Weil wir wissen ja, irgendwann kommen schnelle Züge, die brauchen die. Beziehungsweise die, die 120 auch fahren können, ne? Nee, falsch. Ah, Bulldose. Zack. Zack, zack, zack. So. Sehr schön. Was macht die Leertaste eigentlich? Macht die überhaupt irgendwas? Nö, ne? So, dann begleiten wir mal unseren Zug wieder hier, ne? Der ersten Runde begleiten wir ja mehr. Ich glaube, hinten brauchen wir auch noch nicht mal Bus- und Bahnverkehr machen hier. Ganz einfach aus dem Grund, dass da
Oh, gerade so. Gerade so. Na gut, der fährt erstmal so rum. Chaka chaka chut chut. Wo ist die andere Bahn? Die andere Bahn wartet hier. Geht natürlich jetzt auch gleich viel schneller. With this Zug. Aber länger dürfen die auch nicht sein als... Wie lang ist der? Details? Länge? Steht das hier irgendwo? Nö. Länge da. 152 Meter. Der steht schon fast draußen, ne? Wenn wir mal noch ein Gleis... Bahnsteig anbauen. Den Gong müssen wir sowieso irgendwann mal umbauen. Oder das ist der alte Bahnhof und gibt irgendwann einen neuen Bahnhof oder so. Ob der den anderen einholt? Der ist ja schließlich mit 80 unterwegs. Die auch fahren soll. Ja gut, das ist jetzt bitter. Nur kurz anhalten mussten. Ich werde auch mit 80 in den Bahnhof geschossen. Ihr guckt. Das ist so Maximallänge, die 152 Meter. Viel länger darf er nicht sein. So, tuck er mal los. Mal gucken, ob er auch die gesamte Fahrt über die 80 halten darf, sag ich mal. Da hat er seine Höchstgeschwindigkeit erreicht. Ja, jetzt muss er sowieso abbremsen, weil der andere noch nicht da ist. Ich würde sagen, den tauschen wir mal aus. Guck mal, der ist jetzt da. Zug 1, Fahrzeug verwalten. Den hier. Würde ich gerne austauschen gegen Dampf. Wen hatten wir jetzt? Hatten wir ihn hier? Ihn hatten wir. Achso, nicht, nein, nicht zwei. Passenger. Eins, so dass, bevor es schlecht mittelmäßig. So. Ersetzen. Oh, ein Flugzeug. Das freue ich mich auch schon drauf, weil von hier können wir schöne Flugzeuglinien machen. Von hier nach dort. Nach dort. Weißt du, das sind halt so ewig lange Wege. Da kann man gut mit dem Flugzeug machen. Finde ich richtig gelungen. Na, was machen die hier? Wieso steht er da? Was macht er hier? Wieso fährt er da durch? Was ist mit dir? Hallo?